Hey ho und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und wie ihr bereits sehen könnt, handelt es sich hierbei um World of Subways 2. Wir befahren heute die U7 in Berlin. Berlins längste und glaube auch neueste oder zweitneueste U-Bahn-Linie. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Es wird eine interessante Fahrt. Unterwegs wird auch noch was Besonderes passieren. Also lasst euch mal überraschen. Wir fahren natürlich zwischen beiden Endstellen mit einem H01-Zug. Beim H01er halt handelt es sich um den neueren der beiden hier auf dem Großprofil eingesetzten Züge. Ja, und da machen wir erstmal das Licht an vorne, dann natürlich auch bei uns die Armaturenbeleuchtung, die Führerstandbeleuchtung. Wir können den Zug natürlich auch mal von außen anschauen, ja, so sieht er aus. Den werdet ihr nachher noch mal etwas näher zu sehen bekommen. Dann gehen wir erstmal wieder rein und Fahrgastraumkamera gibt's hier auch. So sieht der aus. Hier ist jetzt noch dunkel, aber auch da können wir natürlich das Licht einschalten. Ja. Dann ist auch der hell. So, dann müssen wir natürlich wissen, wie spät es ist, in was für einer Station wir stehen und wann wir dort abfahren müssen. Und natürlich wollen auch die Fahrgäste wissen, wohin dieser Zug fährt. Dementsprechend stellen wir hier mal Rathaus Spandau ein. Die Fahrt dauert, wie ihr unten sehen könnt, 56 Minuten. Wir fahren nachts, das heißt, wir haben auch hoffentlich nicht ganz so viel Andrang. Das könnte auch etwas positiv sein. So, dann als Geschwindigkeitsvorwahl. Ihr seht da vorne, wir haben Langsamfahrt angezeigt. Das heißt, wir dürfen nur 20 km/h fahren. So, dann müssen wir noch einen Fahrtaster drücken und können eigentlich auch schon vorfahren in unsere erste Station Rudow. So, der Zug setzt sich in Bewegung. Ist auch gut. Ja, wir haben noch 3 Minuten Zeit, bis wir vorne abfahren sollen. Also, das ist mehr als genug. Okay. Ja, da vorne seht ihr die Station auch schon. Ja, hierbei handelt es sich logischerweise auch um einen Sechswagenzug, auch wenn hier bei dieser Simulation die auch schon ein bisschen älter ist. Also World of Subways gibt es ja mittlerweile 4 Teile, das hier ist der zweite. Ich glaube 2007 oder 2009 war das Erscheinungsjahr dazu. Ja. So, dann bremsen wir mal, dass wir hier pünktlich zum Stehen kommen und öffnen die Tür. Ja, hierbei handelt es sich um 6-Wagenzug, wie gesagt. Es könnten theoretisch auch 2- und 4-Wagenzüge simuliert werden, aber in Mission, und eine solche fahren wir jetzt, dort ist es einfach so, dass einfach nur 6-Wagenzüge genommen werden. Ist aber auch schöner, denn, ja, dann wird einfach der ganze Bahnhof gezeigt und man muss auch komplett vorfahren. So, um 18 haben wir hier Abfahrt, sprich wir haben noch 2 Minuten Zeit, um uns hier einen Bahnhof anzuschauen. Ja, der stammt glaube ich aus den 60er oder 70er Jahren. Hat auch noch Asbestzementplatten, die werden momentan umgebaut hier, die ganzen Bahnhöfe. Entlang dieses Südastes, auch ein paar an anderen Stellen, also in Berlin werden momentan oder wurden auch dieses Jahr sehr, sehr viele U-Bahnhöfe umgebaut. Also nicht wundern, wenn da manches nicht mehr aktuell ist. Ja. Hier sieht man auch ganz schön nochmal einen Netzplan. Ja, und die hellblaue Linie, die hier im Prinzip einmal so parallel zur Ringlinie verläuft, die befahren wir. Von unten rechts nach oben links bis Spandau. Ja, Signal ist theoretisch schon auf grün. Wir könnten auch mal den Fahrgästen sagen, dass sie einsteigen sollen. Die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Das heißt, wir steigen mal ein und machen die Ansagen. Die können wir natürlich alle manuell machen. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ja, wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. So, Fahrtaster müssen wir natürlich wieder neu drücken. Den haben wir ja vorher losgelassen durchs Aussteigen. Wechseln wir gerade noch mal in den Fahrgastraum. Es ist noch relativ leer, aber um 3 Uhr
18 ist es ja auch noch nicht wirklich verwunderlich. Ja, dann warten wir gerade nochmal 10 Sekunden und können eigentlich auch schon mal die Türen schließen. Zurückbleiben bitte. So, den Zug kann man natürlich auch vom Fahrgastraum aus starten. Das ist ja nur eine Kamera, die man hier hat. Und ja, dann kann man es halt von hier beobachten. So, nichtsdestotrotz gehen wir natürlich wieder nach vorne, stellen auch die Geschwindigkeitsvorwahl auf 70 km/h. Einfach damit wir hier die volle Geschwindigkeit fahren können. Und dann sagen wir auch mal die nächste Station an. Zwickauer Damm. Ausstieg links. Ja, die Leute wollen natürlich auch wissen, wo sie aussteigen müssen. Das ist jetzt an meisten Stationen links. Nicht wundern, wenn ich das vorher immer schon ansagen kann. Das gehört nicht etwa zur Ansage dazu, sondern das muss ich auch manuell machen. Ich kenne die Strecke halt schon so gut, dass ich das machen kann, bevor ich die Station sehe. So, dann können wir hier hoffentlich auch sehr angenehm halten. Zeit zum Abfahren ist es auch schon. Moment, Stück vor noch. Okay. Dann Türen öffnen, Fahrgäste rein und rauslassen. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Türen wieder schließen und weiterfahren. Ja, wir haben ja schließlich den Fahrplan einzuhalten. So. Ich habe es, glaube ich, vorher schon mal erwähnt. Irgendwann auf der Fahrt wird noch was Besonderes passieren. Da müssen wir dann dementsprechend auch handeln. Und wow, hier liegt einfach mal ein Fass im Tunnel rum. Auch sehr interessant. Wutzki-Allee. Ausstieg links. Ja, zur Wutzki-Allee. Da vorne ist sie auch schon. Der Bahnhof wurde jetzt auch sehr, sehr schön renoviert. Ja. Ich hatte jetzt im Frühling mal das Vergnügen, hier durchfahren zu können. So, und dann halten wir natürlich auch hier an. Und lassen die paar Fahrgäste, die rein und raus wollen, noch rein Zug und raus. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Und weiter geht die wilde Fahrt. In Richtung Rathaus Spandau. Zu unserer anderen Endhaltestelle, die wir ja in einigen Minuten, ja, in vermutlich der dritten Folge erreichen werden. Ich werde das vermutlich auf 3 Parts aufteilen, weil es sich einfach anbietet. So auch vom Hochladen her, vom Schauen. Dann wird es zwischendurch nicht zu langweilig. Das denke ich mal ganz angenehm. Lipschitzallee. Ausstieg links. Ja, die Lipschitzallee. So, dann bremsen wir natürlich auch hier wieder. So, dass man nicht zu schnell in den Bahnhof reinfahren. Dafür gibt es nachher nämlich, glaube ich, auch Abzug, wenn man das macht. Und halten. Orientieren uns beim Halten am vorderen Bahnsteigende. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ja, das Ganze kann man natürlich auch nochmal von außen anschauen. Zurückbleiben bitte. Achso, wir haben hier sogar noch etwas Aufenthalt. Okay. Ja, wir hatten hier jetzt 2 Minuten dazwischen. Türen können wir trotzdem schon mal schließen. So, jetzt dürfen wir abfahren. So, da fährt er dahin. Ohne uns. Ja, okay. Es ist nur die Außenkamera. Wir können auch wieder rein. Und genau das machen wir jetzt auch. Johannisthaler Chaussee. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. So. Ja, auch die Tunnel, wenn die auf dem ersten Augenblick gleich aussehen mögen, irgendwo entdeckt man doch immer wieder was, wie zum Beispiel gerade eben hier, wo die Kabel wieder an der Decke verliefen.
So, und jetzt sind wir auch schon wieder an der Johannisthaler Chaussee. Müssen wir schauen. Ja, Gropiusstadt, das ist so der Stadtteil, wo wir hier allgemein durchfahren. Oh. Ich glaube, den habe ich jetzt verpasst. Nee, reicht doch. Oh, gut. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, das war Zeit. Zurückbleiben bitte. Die wollte ich eigentlich nicht verschwinden lassen. Ja, das passiert, wenn man aus Versehen mal eine Bremsstufe zu wenig einstellt. Okay. Schnellbremse soll man eigentlich nicht verwenden. In dem Fall musste ich es jetzt machen. Sonst wären wir da übers Ziel hinausgeschossen. Ich nehme mal so, kriegen wir weniger Abzug, als wenn man die Station einfach ausgelassen hätte. Ja, die blauen Lichter, die man hier manchmal so sieht, die zeigen immer an, wo Notausgänge sind. Falls ihr also mal in einer U-Bahn sitzt und dort raus müsst, immer euch an den nächsten Stationen oder diesen blauen Lichtern orientieren, was näher ist. Beziehungsweise auf jeden Fall auch den Anweisungen des Fahrpersonals folgen. Denn die sind die Experten. So, dann fahren wir jetzt hier einmal an der Kläranlage von Fritz Süd vorbei. Hier ist ja auch ein Depot, beziehungsweise das Depot der Linie U7. So, dann fahren wir mal rein hier in den Bahnhof. Und halten mal ganz gemütlich an. Wir haben ja Zeit. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ja, ein paar Sekunden haben wir hier. Wir können auch mal wieder in den Fahrgastraum wechseln. Ja, so sieht es hier aus. Zurückbleiben bitte. Und mal versuchen, den Zug von hier aus zu fahren. Als wären wir ein ganz normaler Fahrgast, der nachts um 3:30 U-Bahn fahren würde. Ja, auch hier sieht man wieder raus auf die Wendeanlage auf der anderen Seite. Parchima Allee, Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. So, ich behalte jetzt trotzdem mal die Blickrichtung nach vorne, damit ich nicht wieder eine Station verpasse. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, das wird man dann eben auch nachher, da gibt es noch eine Auswertung, da wird man das bemerken. Ist halt immer blöd. So, bremsen wir mal. Und da drüben kommt auch ein Gegenzug. Jetzt seht ihr mal einen F90er. So, ein Stück vor müssen wir noch. Okay. Zug nach Rathaus Spandau. Ja, so sieht ein F90 bitte aus. Zurückbleiben bitte. Ja, wir müssen schon wieder weiter. Der hat noch etwas Zeit. Ja. Und wir gehen auch mal wieder nach vorne. So, was ist denn die nächste Station? Blaschko-Allee. Ausstieg links. Blaschko-Allee, okay. Da vorne ist sie auch schon. Das heißt, wir können gerade wieder bremsen. Und dann hier langsam durch den Bahnhof fahren. Auch hier haben wir wieder etwas Zeit. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Warum für diesen Stationsabschnitt 2 Minuten eingeplant sind, weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt so. Der ist ja eigentlich relativ kurz. Ja, da kann man auch nochmal hier in die Außenkamera wechseln. Und sich so nochmal den Bahnhof halbwegs anschauen.
Und dann fahren wir mal weiter. Zurückbleiben bitte. Auf unserer Fahrt zum Rathaus in Spandau, quer durch Berlin. So, weiter geht's. Grenzallee. Ausstieg links. So, oh. Da war ein Knall. Ihr habt den sicher gehört. Das heißt, wir sollten mal anhalten. So, und dann schauen wir doch mal, was das war. Okay, das heißt erstmal Türen auf der linken Seite, damit wir hier aus dem Zug rauskommen. Dann gehen wir mal aus dem Führerstand, schauen, ob da auch kein Zug von vorne kommt. Sieht nicht so aus. Ihr könnt uns nämlich böse erwischen. Und wenn wir hier von einem anderen Zug überfahren werden, dann wäre das Ganze natürlich nicht so gut. Und dann ist die Simulation vorbei. So, sicherheitshalber auch gerade nochmal umschauen. Ja, da kommt nichts. Das ist jetzt halt hier so ein bisschen in der Kurve und da vorne sieht man es auch schon, da brennt was. Ja. Das schauen wir uns doch mal näher an. Was das ist. Okay. Ja, also hier brennt es offensichtlich. Das ist... So, ich gehe gerade noch mal kurz zurück. Ein Thumbnail. Ein schönes. Na, wo hat man das? Okay. Ich glaube, es gemacht. Und dann gehen wir mal wieder zurück und berichten der Leitstelle, was hier gerade passiert ist. Von unserem Zug aus. Da gehen wir natürlich auch wieder hier am Zug entlang. Beziehungsweise das hier ist ja ein H01er und kein F90er. Das heißt, eigentlich könnten wir sicherheitshalber auch durch den Zug gehen. Ja, jetzt machen wir es halt so. Okay. So, dann springen und ja, wieder drin im Zug. Okay. Das heißt, wir berichten mal der Leitstelle, was die so möchte. Melde Beschädigung der Stromschiene in Tunnelabschnitt Blaschko-Allee, Grenzallee. Haben verstanden. Beschädigung der Stromschiene im Tunnelabschnitt Blaschko-Allee, Grenzallee. Fahren Sie weiter und holen Sie den Fahrplan wieder auf. Okay, wir sollen einfach weiterfahren, auch wenn es da brennt. Okay, gut, dann machen wir das. Zurückbleiben bitte. Und fahren weiter und holen die Verspätung, die wir uns jetzt ja offensichtlich geholt haben, wieder auf. Grenzallee. Ausstieg links. So, jetzt geht's auch langsam zu in Richtung Neukölln. Hier Grenzallee, das finde ich auch sehr bemerkenswert. Hier gibt's eine aufgeständerte Abstellanlage. Ja, da oben, ihr seht das. Ja, und da fahren wir jetzt. Ja, das ist ganz interessant gestaltet hier. Okay, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle mal einen Cut. Ob wir unseren Fahrplan wieder aufgeholt kriegen oder nicht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hier hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und ciao.